Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen auf Hilos TV. Ihr hört es schon im Hintergrund, wir sind wieder mitten dabei bei einer Episode Let's Play Together the Forest. Die Belagerung hört nicht auf, die Nacht ist reingebrochen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Also, wir werden hier eigentlich durchgehend belagert. Wir sind froh durch den Tipp von Lasse, dass wir jetzt endlich etwas befestigtere Mauern haben. Beziehungsweise sowieso erstmal Mauern, sonst war es ja vorher was ja aus Holz. Ja. Keine Ahnung. Was tun wir denn? Ja, auch. Was zum Geier war denn das jetzt schon wieder? Wow, wow, wow. Was war das? Was machst du? Achso, du reparierst. Ich mach hier die ganzen Sachen kaputt, auf die wir mal immer aus Versehen hauen. Okay. Also das hört sich irgendwie an, als ob wir die ganze Map gerade am Arsch haben. Ja. Alter, guck dir mal Ja. an, was da für ein Vor allem Gewusel vor der geil Tür ist auch, ist. dass die da einfach ihren. Die hauen ein, die hauen ein, die hauen ein. Tschüss. Scheiße. Tschüss. Ja, ich glaube, das wird's gewesen sein mit dieser. Oh Gott. Oh, fuck you. Wie ist der denn hier reingekommen? Ja, das meinte ich halt Durch gerade. die Tür, der ist einfach, der ist. Du musst den da weglocken, damit ich reparieren kann. Hau mit deinem Hammer. Ja, ich repariere die Tür. Da ist noch einer reingekommen. Nein. Da, ey. Achtung, der lebt noch, ne? Ja, ich muss die Tür wieder reparieren. Down, down. Oh Gott, ey. Belagerung Teil 2, es geht weiter. Okay, da ist der nächste reingekommen. Ja, hab ich gesehen. Die rennen einfach durch die Tür, weißt Der kommt zu dir, pass auf. Ich verstehe das nicht. Also, NNKI ist so gut programmiert, dass die erkennen, dass ich hier die ganze Zeit den Scheiß Baum repariere. Ich gehe mal raus und gucke. Ja, sind Puh. vier, fünf. Vier Stück. Bist du am Kämpfen? Na, einer ist noch direkt vor der Tür. Alter, der haut mich durch die Tür. Es reicht, Okay, weißt du? ich Es hab sie, glaube ich, reicht. verscheucht. Alter, ey. Kommst du dir? Beruhige dich. Nein, das war die Stockwaffe. Egal. Ist noch einer? Einer zugekommen. Der rennt da, der kommt zu dir. Hinter dir auch noch einer? Ja, ich guck. Alter, ey. Aller Bud Spencer. Mit einem Schlag zwei und mehrere. Wo ist der Mein andere? Gott. Dahinter kommt noch einer. Die Tussi. Bleibst du wohl stehen? Okay, die will nicht. Gott, ist das dunkel. Das ist hier dunkel wie in einem Rattenarsch. Bam, in dein Gesicht. Hinter dir? Was? Auf dem Stein hier. So, hast du zufällig noch Stöcke? Weil kannst du mal dieses komische Schädeldinge zu Ende bauen? Ich habe nämlich noch. Das war Es fehlt noch ein impossible. Stock. Einen habe ich sogar noch im Inventory. So, das ist nämlich diese komische Schädel. Okay, und Dingens. der hilft? Keine Ahnung, ich hatte da. Ich glaube, Lasse sagt das, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Lasse den Tipp gegeben hat oder ob ich das eventuell irgendwie jetzt in den falschen Hals bekommen habe. Oder er hat uns verarscht. Ja, natürlich auch durchaus möglich. Hier den nochmal einer auf. Viel hilft viel. So, jetzt brauche ich nochmal Stöcke. Ey, Stöcke sind hier echt. Hol dir eine Stocktasche, das geht relativ easy. Da brauchst du nur Hasenhaut für. Ja, hast du Hasenhaut? Ja, die müsste eigentlich aufgehangen sein. Oh, das muss ich aber auch mal repariert werden. Nee, wir haben doch Echse, keine Echse, Hasen, aber Echse, Echse. mussten Hasen jagen, Floschi. Ja, das ist.
Komm, geht mal in das Vogelhaus hier, damit wir Federn kriegen, die doofen Vögel. Die doofen Vögel! Ja, wir können natürlich auch Hasenfallen aufbauen, aber für eine Hasenfalle brauchst du wieder Stöcke. Das ist ein Also Teufelskreis. hier rennen auf jeden Fall relativ viele Hasen rum, also so ist das nicht. Du musst sie halt nur fangen, ne? Ja. Genau. Machst du mir dann auch weh, oder? Ach komm, verstehe. Dein Skill ist doch outstanding, sag ich mal. Outstanding. Outstanding schlecht. So, ich habe jetzt was zu trinken besorgen. So. Also in der Nacht wird das wahrscheinlich nichts werden, aber ich denke mal, wenn es dann irgendwann. Oh, hier ist noch eine Echse. Moin. Was haben wir hier? Sonnenhut. Noch mehr Sonnenhut. Oh, es wird kalt. Mal was trinken. Die Nächte werden kalt. So, jetzt natürlich das Feuer mal wieder aus. Und ich kann es natürlich nicht. Oh, das ist so schlecht, ey. Ist so schlecht. Anzünden. Wir können auch einfach mal gleich oder bei der nächsten Folge mal einen Ausflug in die Höhle hinter diesem Zelt machen. Vielleicht finden wir da Ja, noch können wir geile machen. Sachen. Das können wir machen. Achso, ich wollte ja noch nehmen. Toten. Warte. Toten. Was bringt du? Auf Ende? Trinken müsste ich auch mal. Nichts mehr zu trinken. Also ich habe noch 37 Flaschen Cola im Gepäck. Ich hab noch eine, trinke ich rein. Delicious. Oh, es wird schon her, sehr schön. Ah, endlich der Tag bricht herein. Ist so geil, du hackst auf den Arm und dem Typen fallen einfach erstmal die Beine ab. Kannst erstmal eine neue Knochenrüstung machen. Ja. Hast du genug Knochen? Ne. Ja, müsste mittlerweile wieder genug drin sein eigentlich. 6 Stück brauchst du. Also gestern waren 5 drin und ich habe da gerade noch 4 dazu gepackt. Das, nach meiner Rechnung passt das. Komm, werde zu Knochen. Ist ja nicht irgendwas, was schneller geht als dieser Trage ich dir dämliche. jetzt die Knochenrüstung, oder? Hey, Ja. du bist jetzt, glaube ich, ein Asiate, so eine Art, naja, so ein So eine Art Pass. Asiate. Ja, du hast nicht so krasse. Was nicht so krasse. Nichts. Hab aber die Kurve gekriegt. Also ich glaube, diese komische. Bei diesem, beim Kombinieren kannst du ja diese Pflanzen auch kombinieren zu einer Ja. Gesundheitsmischung oder so. Und ich glaube, diese mittlere, bei Health Mix, diese mittlere, das ist, glaube ich, das Aloe Vera. Da müsste das Ja. andere ja Sonnenhut sein. Ja, Das. Sonnenhut habe ich. Aloe Vera habe ich auch schon mal irgendwo gefunden, aber. Lass mal in die Höhle reingehen, komm. Scheiß drauf. Ich nehme noch mal kurz was zu essen hier, so einen komischen leckeren Stockfisch. Lecker. Dann trinke ich noch mal kurz Ja, was oder und wir dann füllen geht's. noch mal eben kurz hier die Regale auf mit Fisch. Weil die brauchen Ja, ja auch können eine wir machen. gewisse Zeit zum Trocknen. Ach komm, der frisch hier. Fußball? Ich gehe jagen, ich gehe jagen. Ich mag das schon, du. Hier ist ein Hase, hier ist ein Hase. Hier war ein Ja. Hase. Hier ist ein Hase. Und den Da, kriegst du. da, da. Und komm her, komm her. Zack! In dein Genick, weißt du? Erledigt. Der ist so brutal, der Junge. Ja. Da habe ich mir den Hasen gefischt und Echt? gelangt. So. Ja, ich habe ein Hasenfell, also ich könnte mir theoretisch so eine komische Steintasche machen. Muss ich da mal gucken. Reicht eins, eine, also ein Fell.
Ja. So, ich habe erstmal wieder drei Fischis. Doch, ich renne immer noch mit dem Feuerzeug rum. Mach ich mal aus. Stimmt, das mache ich auch mal immer aus. Ah, ihr seht schon, hier sind Profis am Werk. Absolut. Also, da kann man nichts anderes zu sagen. Wieso kann ich jetzt dieses komische Stück Fleisch hier nicht? Weil das noch nicht fertig ist. So, das ist ready. Jetzt gucke ich mal eben kurz bezüglich der Stofftasche. Das Ding hier. Der kommt hier erstmal raus. Gute Frage. Ach, ein kleiner Steinbeutel geht so auch. Guck an. Was denn? Einen kleinen Steinbeutel kann ich so auch bauen. Auch mit Hase? Ja. Aber der bewahrt zusätzliche kleine Steine auf. Ich habe so, einen kleinen Stein gefunden. Ach doch, hier diese komischen Kieselsteine. Dann sind das die für die Steinschleuder. Ja. Ja gut, jetzt habe ich natürlich mein Nasenfell verballert. Ach, Mann, du. Komm her. Komischer Vogel, du Geier, du. Wollen wir in die Höhle? Flasche? Oh, hier ist einer draußen. Ja, ich komme. Keule auswählen. Oh, wie trifft man das denn, ey? Wow. Das zeigt sich aber schwer beeindruckt, du. Ja. Ey, bleib stehen, du Lappen. Boah, deine Mutter. Hallo. Von hinten. In dein Gesicht. So. Gut. Wolltest du in die Höhle? Ja, sicher, du. Die wäre ein bisschen hier. Ein bisschen gucken müssen wir da, du. Wo bist du? Da. In der Höhle. Kommst du? Hä? Oh, da ist die Höhle. Ja, sorry, ich hab mich verlaufen. Ah! Oh. Ah, hier rennt einer rum. Aber ist egal, lass ihn laufen. Scheiß drauf. Tschüss. Jetzt sieht er das und sagt gleich seinen Kollegen Bescheid und die kommen uns hinterher. Das wäre geil. Ah. Runter. Oh Gott, das ist aber ganz schön tief, ey. Erstmal Licht anmachen. Hallo? Runter? Cool, ich bin über dich geglitten und bin schon unten. Riecht ja alles. Gehirn und Gedärme. Lecker! Frühstück! Wie kannst du denn schon unten sein? Hast du Leertaste gedrückt oder was? Der Shift zum Sprinten. Ah. So. In welche Richtung geht es? Hier ist Sackgasse. Ich folge dir. Ich folge dir unauffällig. Wow. Und hier liegen Stöcker rum. Ich weiß nicht, ob wir hier runtergehen, ob wir dann jemals wieder hochkommen. Ein neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste. Bring. Das Ding wird auch irgendwie immer länger. Was sagt die denn? Erhöht Kundehöhle auf Felsvorsprung. Aber warte mal, da war noch irgendwas mit heraufklettern. Sekunde. Finde einen Weg, die Felswände heraufzuklettern. Ach, hier ist ein Seil. Aber, ja. Was denn? Hier sind Haken drin, aber ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwie benutzen kann. Ja, ich glaube, das war's auch schon wieder mit dem Ausweg in die Höhle. Weil ich glaube, wenn wir hier runterfallen, dann war's das erstmal. Toll. Ja, oder? Was meinst du? Du, ich denke. Alter. Das war's. Das ist ein bisschen doof jetzt hier. Definitiv. Müssen wir uns mal eine andere Höhle suchen. Ich denke, das wird in jeder Höhle so sein. Nee, das ist aber ein shitty System. Nee, ich meine, das sind nicht alle so. Also die haben alle teilweise irgendwelche Rätsel oder Hindernisse, die du überwinden musst irgendwie, aber sind nicht immer die gleichen, beziehungsweise dieselben. Oh Gott, auch noch Rätsel für uns, ey. Ist das Überleben hier nicht schon schwer genug? Mann, jetzt kriegen wir noch Rätsel.
Also nochmal den Kopf anstrengen. So, ist hier jetzt mal was drin? Yeah, ich habe eine Feder. Wup. Zwei Stück. Ich glaube, wir müssen mehr von diesen Häusern bauen. Okay, was willst du denn mit den Federn? Da kannst du auch Pfeile bauen. Dann können wir mal einen Bogen auf. Nicht draufhauen, nicht draufhauen. Warte, warte. Wieso nicht? Erledigt. Du hast schon einen Pfeil, oder was? Ja, sicher habe ich Pfeile. Also warst du schon an unserem Vogellager? Nee, 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 ich habe doch irgendwann mal... Nee, ich war doch irgendwann mal in so einem komischen Lager und da habe ich ganz viele Sachen eben hier, ganz viele Pfeile doch gefunden. Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt mit Pfeilen? Ich habe doch noch nicht mal einen Bogen. You know what I mean? You know what I mean? So, komm, lass mal einen Ausflug aufs Festland machen. Ich will da jetzt mal irgendwie ein paar Pflanzen oder sowas finden. Hier habe ich noch Pflanzen gefunden. Was war das jetzt? Chicorée. Jetzt Chicorée und Sonnenhut. Nein, jetzt habe ich das schon wieder gegessen. Oh. Du sollst doch nicht immer alles in den Mund nehmen. Mann. Also ich meine... Oh, jetzt kann ich mal meinen Bogen ausführen. Ich habe irgendwas brüllt hier. Where are you? Oh, hinter mir. Behind me too. Oh, you are hinter mir. Warte, 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 warte. Oh, wieso kommt der denn immer zu mir? Oh. In dein Kopf, das war ein Junge. Treffer. In deinen Kopf. Ich will auch einen Bogen. Da kommt mehrere Gegner an unserer Base. Du, weißt du, was ich befürchte? Dass unsere Base wieder an so einer Durchfahrtsstraße von diesen scheiß Mutanten-Dixern liegt. Hier, guck, da kommt wieder einer gerannt. Und der rennt einfach so durch, siehst du? Und da kommt wieder einer angerannt. Und wenn wir nämlich in der Base sind, dann kommen die nämlich alle zu uns. Von hier sieht das auch so aus, als hätten wir gar keine Tür. Ja. Na, ich glaube, der Standort für die Base war schon wieder scheiße. Egal, wir brauchen noch eine. Das interessiert die Zuschauer doch. Hier, da vorne ist ein guter Bauplatz. Aber dann müssen wir erstmal eine Tasche. Komm, wir gehen da mal hin. Wir gehen da einfach mal hin und gucken mal, weißt du? Erstmal gucken, dann meckern und dann aufregen. Wir können ja auch diese ganzen Lager mal auseinandernehmen, ne? Von denen. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, wir sabotieren die ganzen Hütten. Oh, hier, Zelte. Zelte. Zeltlager. Ja, was war das? Hier war ein Priester. Wie ein Priester? War ist so ein Kreuz, oder was? Ja, da war eine Bibel. Oh. Was ist denn da? Was hast du sie kaputt gemacht? Toll. Ganz toll. Ich guck mal, was bei einer Hütte geht. Ja. Tja, die haben jetzt wohl irgendwie gemerkt, dass ich einen Bogen habe. Jetzt kommen sie nämlich nicht mehr. Schweinehunde. Alter, hier ist doch der perfekte Bauplatz, wenn da nicht diese komischen Hütten wären. Hier, diese komischen Schädeldinger von denen, die kannst du auch auseinanderkloppen, dann kriegst du deinen Stoff. Okay, ich habe hier nochmal eine Blume gefunden. Wieder Chicorée. Jetzt versuche ich mal zu kombinieren. Energiemischung. Aber das ist nur eine Energiemischung. Aber wenn ich Sonnenhut mit Chicorée dingsterbumstere, dann gibt es auf jeden Fall Energie. Ist jetzt natürlich die Frage, ob Energie HP oder Energie gleich, keine Ahnung, was anderes. Ja. Hier sind die Knallerbsen. Aber ich will keine Knallerbsen essen. Ich jetzt kann man die Sachen nicht auch irgendwie pflanzen? Heidelbeerstrauch sagen? Aber kannst du mal kurz hier vorbeischauen, was mit mir passiert ist? Ich habe gerade einen Koffer aufgemacht und habe irgendwas angezogen. Du bist ein bisschen am Leghorn, aber ich komme mal zu dir. Am Leghorn? Geil. Ja, am Leghorn. Was hast du gemacht? Ich hab hier einen Koffer gefunden und angezogen. Also das Kleidungsstück, was da drin war. Ja. Ist jetzt nicht besonders stylisch, aber kann man tragen. Was ist es? War es ein Pulli oder was? Keine Ahnung. Ja, das sieht aus wie so ein T-Shirt, Pullover, Jacke. Also steht dir auf jeden Fall ausgezeichnet. Könntest du auch in der Realität tragen. Vielen Dank. Boah, ich habe hier ganz, 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 ganz viel Kram gefunden. Boah, was ist denn das? Ich habe noch irgendeine Pflanze gefunden.
Ringelblume, ja, guck. Jetzt kommt es auch in den langsamen System rein. Jetzt mache ich gleich erstmal eine Energiemischung. Kleiner Steinbeutel. Stockbeutel. Eine Seile. Ah, nein. Zwei Seile und. Zwei Seile und drei Tücher. Zack. Tschüss. Ja, jetzt sammle ich erstmal ein paar mehr Stöcke. Ja. Liebe Stöcke sammeln. Also der Bogen ist absolut geil, um Hasen zu jagen. Kannst du mir ein paar Hasen jagen? Ja, ich probier's gerade. Das Problem ist, die müssen halt dafür stehen bleiben und die laufen relativ gerne durch die Gegend. Was? Was machen Hasen? Ja. Bam, ich hab wieder einen. Aber ich kann dir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dir eventuell das Teil auf dem Tablett geben kann. Ja, sagte Lasse ja irgendwie, dass du das. Dass man irgendwie Sachen droppen kann mit, ne? Ja, komm mal her. Zu mir. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin ein Stück weiter weg. Auf neuen Urlaub. Wieso gehst du dann immer weg? Ja, soll ich dir beim Hasenjagen zugucken oder wie? Ja, zum Beispiel. Ja, nee. Also, warte, hier, Sekunde, geh, ne? Nee, warte mal. Was muss ich da jetzt drücken? Nee, ich glaube, du kannst das in der. Lass es mal in der. Okay, Sekunde, zack. Zack. So, hier. Ah, nice! Cool! Was hast du mir jetzt gegeben? Muchas gracias, Lasse! Ach, hier habe ich noch mehr Outfit. Sehe ich mein Lederoutfit wieder an, du. Oh, ich habe Aloe Vera gefunden. Dudu. Oh, wir müssen dringend auf den Boden gucken, Flushy. Ja. Hier, jetzt kann man nämlich hier einen Health Mix herstellen. Ja, hast du denn die andere Pflanze schon? Ja, ich habe eine Ringelblume. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch mehr machen kann. Okay. Health Mix plus Ringelblume plus. Was sind das für eine komische Sonnenhut und. Ey, hier kann man was richtig Cooles kombinieren. Batterien mit leerer Taschenlampe gleich aufgeladene Taschenlampe. Wie geil ist das denn, ey? Also langsam kriegen wir hier was rein, du. Hast du zufälligerweise Tücher für mich oder sind da Koffer gewesen irgendwo? Ich brauche Koffer. Ja, ich habe keine Tücher mehr. Aber wie gesagt, du kannst. Oh. Komm mal mit, ich zeig dir das jetzt nochmal. Oh. Hä, was? Die hat das überlebt? Komm, noch ein. Warte. Ich glaube, die Ricke ist weg. Na komm, scheiß drauf. Komm mal mit. Hey, ist eins gespawnt. Ja, ich komme. Ich folge dir unauffällig. Also das ist ja das, was ich gerade erzählt habe. Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich wieder nicht zugehört hast. Hier ist ein Hase. Vor mir. Ja, du kannst nicht hinter dem herlaufen. Der muss stehen bleiben. Okay. Als ob ich hier einen laufenden Hasen treffen würde, ey. Also, diese komischen Lager hier sind ja auch von diesen komischen Eingeborenen. Ja. Ja. Und die stellen ja immer rund ums Lager und ins Lager diese Schädel ja. Fackeln oder Schädelständer auf. Die kannst du kaputt hauen und da ist immer Stoff drin. Ah, okay. In den meisten. Hier ist aber auch zumindest eine. Stoff. Stopp. Wie gesagt, wäre nice, wenn du mir das überlassen würdest. Ich glaube, wir können die beide kaputt machen. Ja, kaputt machen ja, aber aufheben kann nur einer den Stoff. Und wenn ich jetzt nämlich noch einen Stoff habe, dann kann ich mir nämlich auch einen Stoff. Da, wo du jetzt hingeschlagen hast, habe ich zum Beispiel gar nichts gesehen. Also ich glaube, das ist quasi doppelt okay. Loop. Ja gut, dann jetzt kann ich doch keinen. Seil 7-mal Stoff. Ich brauche noch viel, viel, viel mehr Stoff. Ja, Stoff ist immer richtig. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir die damit ziemlich sauer machen, dass wir hier alles auseinander pflücken. Ja. Oh, hier sind mal wieder Fische. Die können wir auch noch kurz mitnehmen, gleich fürs Lager. Also ich habe genug Fisch. Fleisch noch im Inventory auf jeden Fall. Oh, ich brauche hier noch mehr. Arm fischen? Ja, Fischi.
Alles kaputt eine. Gemacht hier, Schweinehunde. Ihr kommt zu uns und macht uns alles kaputt. Wir kommen zu euch und machen euch alles kaputt. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt dieser Folge. Wir waren ein bisschen auf Erkundungstour, haben wieder Angriffe überstanden. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und falls dem so sein sollte oder dem auch nicht so sein sollte, dann lasst doch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Willst du auch noch dich verabschieden oder? Ach so, ja, Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken. Natürlich, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Ja.